Hallo zusammen, im heutigen Video geht es um Volatilität und um Volatilitätsderivate. Und bevor ich in diese etwas komplexe Materie einsteige, lesen Sie bitte ganz sorgfältig den Disclaimer. Am liebsten pausieren Sie das Video, lesen das sorgfältig durch und dann können Sie weiterschauen. So, ich gehe davon aus, dass Sie das getan haben und ich mache jetzt weiter mit meinem Vortrag. So, ich habe in den letzten Tagen ganz viele E-Mails bekommen mit der Frage, wenn man den Volatilitätsindex VIX nicht direkt mit Optionen handeln möchte, welche Derivate kommen dann in Frage, beziehungsweise was wäre das beste Derivat oder das beste Instrument, um die Volatilität mit Strategien zu handeln, sei es bullisch oder bearish. So, und es gibt verschiedene ETFs und ETNs, die da in Frage kommen. Und ich möchte einfach drei von diesen ETFs und ETNs miteinander vergleichen. Einmal den UVXY, dann den VXX und den VIXY. Und dann werde ich auch am Ende meine Präferenz äußern. Ich fange mal mit einem Chart an. Und was wir hier sehen auf diesem Chart ist erstmal der Volatilitätsindex VIX, ja, bekannt, denke ich. Das ist diese grüne Linie hier seit Mai 2018 hier in dem Fall. Man sieht, dass der Verlauf vergleichbar ist mit einem Seismograph so ein bisschen, mit explosionsartigen Bewegungen, wenn so ein Crash passiert und ansonsten mit einer Rückkehr zu einem gewissen Durchschnitt, der variiert, je nachdem, welche Zeitperiode man berücksichtigt. So, also das ist der Verlauf des VIX. Und jetzt blende ich den ersten ETF ein, den UVXY. Das wäre dann diese türkise Linie hier. So, und man sieht, dass es schon einerseits eine Korrelation gibt mit dem Verlauf des VIX. Ja, ganz klar, wenn es steigt hier beim VIX, dann steigt auch der UVXY. Aber man sieht vor allem hier eine wichtige Eigenschaft von diesen Instrumenten, und zwar die permanente Abwärtsbewegung. Ja, also man sieht, dass langfristig der UVXY, und das ist auch der Fall bei den zwei anderen Derivaten, die ich zeigen werde, dass der UVXY in einem quasi permanenten Abwärtstrend gefangen ist. Natürlich geprägt von gewissen explosionsartigen Bewegungen, wenn die Volatilität tatsächlich stark steigt. Aber man sieht schon seit 2018, dass wir hier ein Minus von fast 100% erlebt hätten. Und da die Frage, die man sich vielleicht stellen könnte, naja, ein Verlust von 100%, das würde bedeuten, dass dieser UVXY jetzt quasi bei 0 notieren sollte. Damit diese Derivate nicht bei 0 notieren, machen die Emittenten von diesen Produkten sogenannte Reverse Split. Das heißt, ich gehe mal hier dazu auf den Chart des UVXY selbst. Die Emittenten erhöhen oder multiplizieren künstlich diese Kurse mit einer gewissen Zahl, sobald dieser Kurs eine gewisse Schwelle unterschritten hat. Und das erkennt man zum Beispiel auf dem nackten Chart des UVXY anhand dieses S hier bei TradingView. Das sind die sogenannten Splits oder Reverse Splits. Und wenn Sie hier zum Beispiel draufklicken, dann sehen Sie, dass im September 2018 ein Split in Höhe von 1 zu 5 erfolgt ist. Das heißt, dass der damalige Kurs des UVXY künstlich mit 5 multipliziert worden ist. Ja? Und das bedeutet auch, dass alle Kurse davor auch nochmal mit 5 multipliziert worden sind. Und der letzte Split war im Mai 2021 und das war ein Split von 1 zu 10. Das bedeutet, ich glaube, der UVXY notierte damals bei 3,8 oder 3,5 Dollar, so Pi mal Daumen. Und dann von einem Tag zum anderen notierte dann der UVXY nicht mehr bei 3,5, sondern bei 35 Dollar. Und das macht der Emittent regelmäßig, um zu vermeiden, dass dieser Derivat quasi irgendwann bei 0,01 Dollar notiert, ja, was dann die Handelbarkeit extrem erschweren würde. Und wir sind momentan beim UVXY auch bei einem Kurs von 5,35 Dollar. Das ist schon sehr, sehr niedrig und es ist davon auszugehen, wenn der Kurs weiter fallen sollte in den kommenden Tagen und Wochen, dass der Emittent, in dem Fall das Unternehmen ProShares, wieder so ein Reverse Split machen wird. So, das erstmal dazu. Wenn ich jetzt den VXX einblende, dann sehen Sie diese rote Kurve und Sie sehen auch hier, dass diese rote Kurve sich ähnlich verhält wie der Verlauf des UVXY und wie der Verlauf des VIX. Und langfristig tendiert der VXX auch dazu, permanent zu fallen. Wenn ich jetzt den VIXY einblende, das ist auch ein ETF von der Firma ProShares. Der VIX ist ein ETN von der Firma Barclays. Dazu komme ich nochmal. Dann sehen Sie kaum einen Unterschied zwischen der roten und der orangenen Linie. Ich blende mal den VXX aus. Dann sehen Sie diese orangene Linie und diese orangene Linie ist der Verlauf des VIXY. Okay, das heißt,
könnte man jetzt schon erkennen, der VIXY von der Firma ProShares entwickelt sich quasi identisch wie der VXX von der Firma Barclays. So, das ist jetzt der langfristige Blick. Jetzt gehen wir mal auf eine kurzfristige Sichtweise. Ich gehe mal auf eine Periode von einem Monat. Und das ist ein Chart über 30 Minuten, beziehungsweise jede Handelseinheit entspricht hier 30 Minuten über eine Gesamtperiode von einem Monat. Und da sieht man schon, dass die Unterschiede zwischen VIX und diesen drei Derivaten sehr, sehr gering sind. Also man sieht hier anhand der Prozente, dass man quasi tatsächlich fast 1 zu 1 den VIX hätte nachbilden können, wenn man diese drei ETFs oder ETNs gehandelt hätte. Also hier in grün wäre dann der Verlauf des VIX über einen Monat, minus 1%. Der VIXY notiert bei plus 0,10%, der VIX bei plus 0,08% und der UVXY, der mit einem Hebel versehen ist, dazu komme ich auch gleich nochmal, bei minus 2,55%. Also man sieht definitiv nicht identisch, aber wenn man die großen Bewegungen nach oben und nach unten des Volatilitätsindex mitnehmen möchte, ist ein kurzfristiger Handelsansatz mit diesen drei Derivaten tatsächlich einen Blick wert. So, dann möchte ich noch auf eine Besonderheit eingehen, und zwar in Bezug auf den VXX. Und dazu habe ich jetzt einen Extra-Chart vorbereitet. Beim VXX ist es so, der Emittent, habe ich schon erwähnt, ist das Unternehmen Barclays. Und bei all diesen Derivaten gibt es immer ein Emittentenrisiko. Also grundsätzlich ist es so, dass diese Emittenten mit ihren Produkten alles machen können und dürfen, was sie wollen. Sie können auch diese Produkte irgendwann stoppen. Sie können aber auch die Veräußerung von Anteilen stoppen bzw. vorübergehend einstellen. Das ist etwas, was Barclays letztes Jahr mit dem VXX gemacht hat. Und das hat dazu geführt, das sehen Sie hier zum Beispiel hier unten, dass die Korrelation zwischen dem VXX und dem Volatilitätsindex VIX quasi kaputt gegangen ist. Normalerweise ist es so, wenn man sich hier diese Korrelationslinie anschaut, dass beide Werte sich in der Regel im Einklang bewegen. Das heißt, wenn der VIX steigt, dann wird der VXX kurzfristig auch steigen. Wenn der VIX fällt, dann sollte auch der VXX kurzfristig fallen. Aber man sieht hier diese riesige Delle hier in 2022. Das war ungefähr der Zeitpunkt, als der Emittent Barclays tatsächlich diese VXX-Anteile nicht mehr veräußert hat. Und damit haben sie die komplette Funktionsweise von diesem ETN kaputt gemacht, kann man so sagen. Ne? Das heißt, der Verlauf des VXX hier in grün war nur noch von Angebot und Nachfrage abhängig und nicht mehr vom Verlauf der Volatilität. Man sieht es hier sehr schön, man sieht hier, wie diese blaue Linie, also der VIX in dem Fall gestiegen ist, während der VXX in dem Fall sich nur noch seitwärts oder sogar fallend entwickelt hat. So inzwischen hat der Emittent Barclays diese Veräußerung von allen Anteilen wieder aufgenommen. Das heißt, der VXX verhält sich wieder ungefähr wie der VIX, zumindest kurzfristig betrachtet. Das bedeutet aber auch nicht, dass man, ich sage mal so, auf der sicheren Seite ist. Das kann natürlich wieder vorkommen, dass Barclays aus welchem Grund auch immer, damals hieß es, es gab vielleicht technische Probleme auch beim Emittenten. Also es kann wieder vorkommen, dass dieser VIX wieder von dem Handel beeinflusst wird, indem der Emittent die Veräußerung von Anteilen erneut einstellt. Ja, und das ist immer ein Risiko bei diesen Produkten. Ist es ein Grund, sie nicht mehr zu handeln? Ich würde sagen, nein, aber man muss schon sehr aufmerksam sein und beobachten da, was passiert. Bei dem Emittent ProShares, also der Emittent von dem UVXY und dem VIXY, ist mir jetzt nicht bekannt, dass solche Probleme bereits entstanden sind. Könnte aber auch mal passieren. Also es gibt keine Garantie, dass diese Derivate genauso immer funktionieren werden, wie man es von denen erwartet. Also hier nochmal Fazit, wenn man sich diese Charts anschaut, langfristig betrachtet, wenn ich hier wieder von Jahreschart gehe, tendieren diese ganzen Derivate in einen Abwärtstrend gefangen zu sein und korrelieren nur kurzfristig mit dem Volatilitätsindex VIX. Und kurzfristig, genauso nochmal hier auf diesem Chart, ist es so, dass man tatsächlich relativ gut den Verlauf des VIX abbilden kann. So, jetzt gehe ich nochmal auf die Seite der Emittenten, um die genaue Definition von diesen Derivaten darzustellen, weil das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Die Emittenten schreiben es selbst auf ihrer Seite, dass diese Derivate
also nicht den VIX abbilden sollen. Ja, also man sieht zum Beispiel hier die Definition vom VIXX von der Firma Barclays, der ETN, in dem Fall ist es ein ETN und kein ETF, ist designed to provide exposure zu dem S&P 500 VIX Short-Term Futures. Also schon mal der Begriff designed to provide exposure. Also es soll irgendwie den Verlauf von dem VIX Short-Term Futures Index widerspiegeln. Ja, das bedeutet überhaupt nicht, dass dieser Index bzw. dass dieser Derivat 1 zu 1 den VIX abbilden soll. Ja, das ist schon mal erstmal wichtig zu wissen. Und ich würde wirklich empfehlen, auf der Seite von Barclays zu gehen und genau diesen Text nochmal zu lesen und eventuell ins Deutsche übersetzen lassen, wenn man in Englisch jetzt nicht so fit ist. Und der Emittent ProShares, das ist der Emittent von dem UVXY und von dem VXY, erklärt es noch besser an dieser Stelle. Also hier nochmal zum UVXY, dieser ETF soll mit einem Hebel von 1,5 die tägliche Entwicklung des S&P 500 VIX Short-Term Futures Index widerspiegeln. Und ganz wichtig, das sagen Sie auch hier, dieser Fonds, also dieser ETF, hat als Benchmark ein Index von VIX Futures Kontrakte. Der Fonds weist, also hat auf keinen Fall eine Benchmark, die dem CBOE Volatilitätsindex VIX entspricht. Ja, also das ist ganz, ganz wichtig. Sie sagen es hier zweimal sogar: Does not track the performance of the CBOE Volatility Index. Also dieser UVXY ist nicht dafür gedacht, den VIX quasi zu widerspiegeln. Ja, das betonen Sie nochmal und das haben wir auch anhand der Charts gesehen. Langfristig gibt es überhaupt keinen Zusammenhang zwischen der Entwicklung des VIX und des UVXY. Beim VIXY ist es ähnlich, nur dass wir hier keinen Hebel haben. Das ist eine 1 zu 1 Entwicklung im Vergleich zu dem S&P 500 VIX Short-Term Futures Index. Und auch hier ist dieser Hinweis angegeben, dass der VIX nicht als Benchmark fungiert. Ja? Und grundsätzlich ist es so, von seiner Konstruktion her ist der VIXY, wie bereits erwähnt, absolut vergleichbar mit dem VIXX. So viel zu den Charts, so viel zu den Theorien. Es ist die Frage, was sollte man handeln, wenn man eine Strategie handeln möchte, die auf steigende oder fallende Volatilität setzt? Oder wenn man sich zum Beispiel mit diesen Derivaten hedgen möchte? Diese Frage wird mir auch aufgestellt in Bezug auf meinem Buch Hedging mit Option. In diesem Buch habe ich eine Strategie dargestellt namens Time Straddle und ich hatte damals diese Strategie auf den VXX bezogen und das war noch vor dem Zeitpunkt, wo Barclays diese Veräußerung von allen Anteile eingestellt hatte. Und jetzt stellt sich zu Recht die Frage, ist der VXX immer noch geeignet für solche Strategien oder sollte man eher Alternativen suchen? Und um das zu beleuchten, gehe ich jetzt in die Handelsplattform von der TWS und in dem Optionstrader und möchte da die Handelbarkeit oder die Optionierbarkeit von diesen Derivaten mir anschauen. Ich gehe erstmal auf den VXX und beim VXX ist es so, der notiert momentan bei 49 Dollar. Ich habe jetzt eine Laufzeit von 31 Tage genommen und ich sehe hier in dieser Spalte namens offene Option oder offene Optionsposition, in Englisch wäre es Open Interest, die Anzahl der offenen Optionsposition für den VXX hier auf der Call-Seite und hier rechts auf der Put-Seite. Man sieht, auf der Put-Seite ist die Anzahl der offenen Optionspositionen sehr, sehr gering. Auf der Call-Seite, je nachdem, welchen Basispreis man in Betracht zieht, ist es relativ gering. Ja. Und was man auf jeden Fall beachten sollte, ist der Abstand zwischen Geld- und Briefkurs. Und je nachdem, welchen Basispreis man nimmt, kann dieser Abstand in Prozent betrachtet relativ hoch sein. Also da muss man schon ein bisschen schauen, was ist der Unterschied zwischen Geldkurs und Briefkurs, sodass man nicht, also kein großes Delta hat zwischen beiden Preisen, wenn man diese Option handelt. Wenn ich auf den VIXY gehe, dann werde ich hier auch feststellen, dass ich naja, ein Open Interest habe, was nicht so hoch ist. Und der Abstand zwischen Geld und Briefkurs ist an manchen Stellen wirklich suboptimal. Ja, das muss man schon sagen, da ist teilweise der Abstand relativ groß und nicht unbedingt ideal für die Handelbarkeit von diesem Instrument. Wenn ich auf den UVXY gehe, das ist dann eine ganz andere Nummer und da bin ich auch bei dem 21. April als Laufzeit, dann ist es so, dass ich bei vielen Basispreisen ein Open Interest
im fünfstelligen Bereich habe. Also hier zum Beispiel bei einem Basispreis von 8 werden 22.000 Kontrakte gerade gehandelt, beziehungsweise als offene Optionsposition sozusagen. Und das ist relativ hoch. Und selbst bei solchen niedrigen Kursen hier sehe ich, dass der Abstand zwischen Geld- und Briefkurs teilweise nur 2 Cent beträgt. Ja, und das ist schon sehr, sehr wenig und das ist relativ gut. Das einzige Problem, was ich beim UVXY momentan sehe, ist sein niedriger Kurs. Ja, er notiert momentan bei 5,32 $ und das ist typischerweise ein Niveau, wo der Emittent, in dem Fall ProShares, sich wahrscheinlich überlegen wird, ein Reverse Split zu machen. Das heißt, es kann sein, dass in ein paar Tagen zum Beispiel diese UVXY mit 10 multipliziert wird und dass wir dann einen Kurs von $50 haben. Das ist ein bisschen problematisch, wenn man Optionen eventuell offen hat auf den UVXY. Zwar gibt es buchhalterisch kein Problem in diesem Sinne, also man hat keinen Nachteil daraus, aber es kann sein, dass die Handelsbarkeit von den alten Optionen dann nicht mehr so gut ist wie dann bei den neuen Optionen. Und deswegen ist es so, dass wenn also wenn der UVXY unter einem Kurs von $8 notiert, dann tendiere ich eher dazu, diesen UVXY nicht mehr zu handeln, sondern ich warte dann, bis der Emittent einen Reverse Split gemacht hat, um dann meine Strategien wieder umzusetzen. Also mein Fazit an dieser Stelle, wenn ich jetzt Volatilitätsstrategie handeln würde mit einem Derivat, also nicht auf den VIX, sondern auf diese drei ETFs oder ETNs, die ich gerade erwähnt habe, dann würde ich aus heutiger Sicht aufgrund der Optionierbarkeit den UVXY bevorzugen, aber erst dann, wenn der Emittent wieder einen Reverse Split gemacht hat, sodass der UVXY wieder im zweistelligen Bereich notiert. Ansonsten würde ich tatsächlich den VIX und den VIXY weiterhin beobachten. Ich würde das Open Interest beobachten, ich würde das Handelsvolumen beobachten, gucken, ob die Geldkurs- und Briefkursspannen ich sage mal so, attraktiv werden oder nicht. Das kann sich tatsächlich verbessern in den kommenden Wochen und Monaten. Aber momentan ist es tatsächlich so, dass aus meiner Sicht sowohl der VIXX als auch der VIXY von der Handelbarkeit her nicht so gut sind wie der UVXY. Ich hoffe, es war hilfreich. Ich hoffe, dass die Fragen, die mir gestellt worden sind, damit beantwortet sind. Ansonsten einfach weiterhin eine kleine Mail schreiben und ich versuche, so gut wie es geht, dabei zu helfen. Das Thema Volatilitätshandel und vor allem mit diesen Derivaten ist nicht statisch. Wie gesagt, diese Emittenten können jederzeit etwas am Konstrukt von diesen Derivaten ändern und deswegen muss man immer auf der Hut bleiben, das genau beobachten. Und aufpassen, wenn zum Beispiel ein Split passiert, dass man nicht auf dem falschen Fuß erwischt wird. Also viel Erfolg dabei und bis zum nächsten Video.